Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder zurück auf der YouTube-Insel-Freunde. Und heute sind wir wieder am Start. Freunde, ich bin gerade hier bei dieser Höhle. Ihr wisst ja, diese Himmelsbase von Globus TV, die er hier gebaut hat. Und Freunde, sage ich ehrlich, ja, auch der Admin ist hier on. Wirklich fast jeder ist on. Also es sind schon viele on, aber es sind auch nicht so viele. Ich nehme gerade gegen Abend auf und ich habe einfach sowas gesehen vor meinen Augen, Digga. Was ist das? Freunde, was will mir der Admin damit sagen? Also, ich verstehe es nicht von. So, der Admin macht hier wirklich Sachen, ich verstehe es nicht. Oh. Alter, okay, ist hier direkt gespawnt, Junge, ich gehe mal jetzt kurz im Call. Hallo? Hallo? Was geht? Oha, Junge, was ist das hier schon wieder von mir? Na, hast du dich erschrocken? Ja, ich habe mich nicht erschrocken. Ich wollte nur rausgehen, als sehe ich sowas. Oha, Digga. Ich öffne das mal. Ein Einsatzzeuge des Unheils, dieses Horn wird dir helfen, du musst nur sagen, wenn du der Zeiger auf 1 steht, werde ich erscheinen. Oha, okay. Kann ich das Buch nehmen? Okay. Das Horn. Oha. Was? Ruf nach der Wahrheit. Oh mein Gott, okay. Alter, okay, heftig. Freunde, Junge, ruft nach der Wahrheit. Ich habe jetzt einfach so ein Horn. Mit dem kann ich einfach den Admin rufen. Der kommt. Also wenn der Zeiger auf 1 steht, werde ich erscheinen. Und hier von 1. Okay, Freunde, ist das ein neuer Admin, oder? Willst du es nicht mal austesten? Ich teste es mal aus. Wenn der Zeiger auf 1 steht, werde ich erscheinen. Oha, Digga. Ey, du bist ja richtig der mächtigste hier. Oh mein Gott. Okay, das ist krass. Luft nach der Wahrheit. Oh, krass, Digga. Oha, aber ich muss dir die eh ein paar Fragen stellen. Gibt es den zweiten geheimen Admin oder bist du hier als einziger Admin hier unterwegs? Du bist erstmal gar kein Admin. Ich beziehe mich als Admin. Ja, Dich aber nicht. ich weiß, ich weiß. Aber ich wollte dich fragen, gibt es hier einen zweiten Geheim-Admin? Wie war deine Frage? Gibt es einen zweiten Admin auf der Insel, den wir nicht kennen? Was? Als ob. Und von dem wissen wir gar nichts. Oh mein Gott, okay. Ey, das ist sehr gruselig, Freunde. Das Manche bedeutet. schon, manche nicht. Oha, okay. Du kannst Alter. mich stellen, wenn du fragen möchtest. Ja, und eigentlich habe ich jetzt auch eine Frage, warum sind meine Bass verschwunden? Das ist nur so eine Frage. Ich respektiere das natürlich. Welche? Die Buffs? Ja, die Buffs, also ich habe 20 Herzen, jetzt habe ich noch 10. Moment. Okay, ganz crazy, Freunde. Alter, direkt der Admin hier. Nein. Also, Digga, ich habe ja Regression. Es hast du wen? Oha, okay, das ist krass. Also, okay, da sieht man ja, wie mächtig hier du bist, wirklich so. Krass, Digga, sehr krass. Ich habe noch mehrere Mächtige, die ihr noch nicht gesehen habt. Alter, okay. Hast du vielleicht einen neuen Unheil hier organisiert? Vielleicht. Okay. Wie schon gesagt. Werdet ihr es nicht schaffen, es zu besiegen? Das letzte Unheil war es mit der Insel. Also haben wir jetzt noch, das bedeutet, am Wochenende ist ja das nächste Unheil und das ist schon das siebte Unheil und wir haben noch 7 Wochen bis zu dem Endunheil. Ist das das letzte nächste Woche? Boah, was kann ich auch für Fragen stellen? Ich muss die Chance hier ausnutzen. Ich bin hier alleine in meinem Gespräch mit den Admin hier von der Insel. Kannst du mir einen Tipp geben für das Live-Event am Wochenende? Was wird
passieren? Das werdet ihr noch früh genug erfahren. Okay. Ich respektiere das natürlich, wenn du mir das so sagst. Aber irgendwie habe ich ein Gefühl, dass wir dieses Wochenende ein hartes Dings erleben müssten. Unheil. Stimmt das? Das sagt mein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl liegt nicht so richtig. Wenn du das erste Buch noch hast, lies es dir nochmal genauer durch. Ich habe das leider nicht, also ich muss doch suchen. Vielleicht habe ich bei Ender Chest, aber so mein, da habe ich gerade nicht. Ich muss mal schauen. Ich habe das Buch hier, Freunde. Das darf ich nicht verlieren. Dann guck. Ich habe es leider nicht. Was jetzt kannst du noch für Fragen stellen? Ich muss die Chance ausnutzen, bevor er geht. Fragen, was soll ich sagen? Komm, ich muss mir überlegen, ich muss mir überlegen. Nicht, dass er hier weggeht, Freunde. Boah. Ey, Freunde, ich muss mir gerade überlegen, was ich sagen soll. Ich meine, es vor mir gerade und ich muss mir da was überlegen. Was soll ich sagen? Hast du noch Fragen? Ich habe jetzt eine wichtige Frage, Vic. Wenn was ist, ruf mich über Zorn. Oh mein Gott, okay, ist verschwunden. Nein. Ich wollte noch eine Dings. Ich wollte noch eine Frage stellen über das Wochenende, Freunde. Es wird wohl passieren, Freunde. Wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Ich glaube, dieses Wochenende wird es richtig ernst. Na gut, ich fliege mal bei den anderen hin. Okay, aber das ist schon mal gut, dass ich diesen Hornets habe. Damit kann ich ihn nämlich immer rufen. Das ist schon sehr gut. Alter, wie die Stadt auch aussieht, das ist geistkrank. Die ganzen Kriegen, das sieht hier so schlimm aus. Und übrigens habe ich meine Items wieder, weil ich mich gestern für die Unheilkrieger entschieden habe. Also ich bin jetzt auch ein Krieger von Tobite, also D1, und ich muss da jetzt wirklich, glaube ich, wirklich ernst mitmachen. Und ich werde das auch ernst nehmen, weil es ist ja der Admin. Und ich muss auch weg. Hallo? Hallo? Was wolltest du mich nochmal als Frage stellen? Was wird am Wochenende passieren? Ich meine, wir wissen ja gar nichts, wir müssen langsam ein bisschen wissen, weil es ist schon Mittwoch. Also morgens ist schon Mittwoch. Er sagt, dass das Live-Event am Samstag startet. Eigentlich meistens ist es am Wochenende, oder nicht? Ja, es kann auch am Freitag sein. Oha. Okay, das ist schon heftig, oh mein Gott. Okay, ich muss überlegen. Freunde, Freunde. Fragen. Aktuell nicht, aber ich werde dir auf jeden Fall Bescheid sagen, wenn ich Fragen habe. Ich werde dich dann mit diesem Horn hier rufen. Okay. Okay, danke übrigens für die Buffs und mach's gut. Man sieht sich. Eins, letzten Tipp. Du wirst der Stärkste. Oh mein Gott, was hat er damit gemeint? Was hat er damit gemeint von wie der Stärkste will? Hä? Eigentlich bin ich ja an sich schon stark im PvP und so, aber der Stärkste bin ich ja vielleicht auch, aber was meint er mit der Stärksten, hä? Das ist so mysteriös wieder, was gerade passiert, Freunde. Ich gehe mal einfach kurz zu Unheil 8. Ich muss mal schauen, ob sich dort was verändert hat. Okay, das sieht noch hier eigentlich ganz normal aus. Wie ist hier da? Warte, hä? Du hast doch was verändert. Warum ist hier der Gang auf einmal zu hier unten, der Boden? Man könnte ja hier immer unten gehen. Hä? Okay, das macht auch gar keinen Sinn. Vielleicht ist das ja ein Zeichen von ihm. Kein Plan von ihm. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Boah, was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Wir brauchen unbedingt eure Hilfe. Okay, er meinte, es könnte am Freitag sein.
Oder am Samstag. Warte. Was meint ihr von? Ich habe mal jetzt in die Kommentare, was sie meint. So, der Live-Event, der nächste Live-Event am Freitag sein oder doch am Wochenende, also Samstag. Boah, es ist wieder so viele Fragen, die ich gerade hier im Kopf habe, Freunde. Naja. Okay, ist immer noch zu. Ist egal. Vielleicht macht er die ganze Unheil, das war auch eine Theorie von mir. Vielleicht macht er die ganze Unheil und will damit nur, dass wir alle am Ende friedlich leben und uns alle gegenseitig helfen, anstatt uns be zu bekriegen, Freunde. Das könnte ja auch eine Dings sein, eine Theorie sein. Das würde sogar auch Sinn ergeben, weil er ist ja auch friedlich. Und ich verstehe immer noch nicht, warum manche Leute sagen, dass der Erdmännchen böse ist. Das stimmt doch gar nicht. Also für mich, der ist friedlich so und der will ja nur für das Frieden kämpfen. Und das sieht man ja so. Er versucht ja nur das Gute hier auf der Insel und manche verstehen als halt komplett falsch so, weil er ein bisschen strenger ist. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich finde, so als Admin, das ist schon gut, was er macht. Er macht einen super Job, finde ich. Ich muss mir das Buch wieder genau hier durchlesen von Son. Einsatzzeuge des Unheils. Okay. Was? Oh mein Gott, okay, ich wurde gepäht. Jo, was geht gerade ab? Oh mein Gott, okay. Wo bin ich hier gerade gelandet, Freunde? Was ist das? Hä? Du warst jetzt auch vor mir? Oha. Hallo? Hallo? Was geht gerade ab, Boah, wo ist die Pet? Was ist das? Was das ist? Hast du Ja? Gedächtnisverlust oder sowas? Kommt dieser Raum dir nicht irgendwie bekannt vor? Ja, doch, das ist doch Unheil In 8. dem Raum, wo ich rausgekommen bin. Oha. Was steht hier? Anensa, du willst wissen, warum du kein Admin mehr bist und warum ich jetzt da bin? Denn deshalb bin ich raus, überleg, was ich dir gesagt habe. Ich muss eigentlich. Mann, ich muss mir überlegen. Ich war ganz am Anfang. Okay, am Anfang vom letzten Stream bin ich ja plötzlich kein Admin mehr gewesen. Genauso wie Kilian. Und da hat plötzlich der Server geschrieben. Also, das war ja dann am Ende die 1 und. Also, Tobald hier. Und. Warte, ich muss jetzt überlegen. Aber jetzt, erst jetzt gibt das einen Sinn, weil. Wir wissen ja nicht, wer der Server war und jetzt haben wir es herausgefunden, dass es Tobalt war. Ich muss mir jetzt überlegen, warum ich kein Admin mehr bin. Vielleicht, weil ich nicht. Was ich habe eine Frage an ihn. Tobalt? Geehrter Admin. Oha, ich habe die Stärke. Stärke 3, Feuerwiderstand. Oha. Warte, Freunde. Hä? Aber ich habe eine Vermutung, Freunde, sag ich ehrlich. Es könnte ja so sein, dass ich vielleicht nicht so gut aufgepasst habe als Admin und dadurch jetzt eine neue Person hier, der Admin ist, nämlich der
Du bald hier. Oblong. Ich will, keine Ahnung von, ich will es am besten gerne in öffentlichen Chat schreiben jetzt in Minecraft. Dass vielleicht auch am Freitag das Ganze sein könnte. Ja, wo ist das Buch? Ich hab's nicht. So, okay. Aber ich habe schon mal zwei Bücher von Tobite. Ihr seht beides von 1. Also von Toborn. Oh mein Gott. Und erst jetzt ergibt das alles einen Sinn. Okay. Geh mal raus. Und auf einmal ist auch der Gang wieder offen hier, okay. Ist auch wieder ein bisschen komisch. Na gut. Wir müssen wirklich aufpassen. Also aktuell. Wir können nur bei diesem Ort gehen und warte. Ich gehe mal bei den anderen Ort. Vielleicht hat er ja auch, hat sich auch was bei dem Bedrock-Gefängnis geändert. Wo die meisten Leute ja wahrscheinlich schon dort drin waren, weil sie Faxen gemacht haben. Ich gehe mal nach dorthin. Server flüstert jetzt zu. Das flüstert jetzt zu. Muss das hören, wenn du mich rufen willst. Warte, warte, ich habe eine Frage an ihn. Ich rufe ihn mal. Okay, am besten kurz bei dem 08 hier unten. Wenn der Zeiger auf 1 steht, werde ich erscheinen. Was Hallo? ist das? Was ist? Ich habe eine Frage an dich. Also, du hast ja gesagt, so, ich muss mir überlegen, warum ich hier kein Admin mehr bin. Und ich hatte da eine Vermutung, nämlich wahrscheinlich, weil ich nicht so gut auf die Leute aufgepasst habe und so für mich fast kein Admin mehr war. Stimmt das vielleicht? Vielleicht überleg dir, was ich hier noch gesagt habe, wo du noch Edmund warst. Überleg dir da, was ich dir gesagt habe. Hm, warte, was hast du mir gesagt? Ich habe eine Idee. Okay, ist weg. Okay, dann muss ich wahrscheinlich wieder diesen Links rufen, aber warte, ich überlege mir mit euch kurz. Okay, warte. Er hat mir eigentlich auch immer gesagt, dass er ein guter Admin ist und ich ihn mal endlich betrauen soll. Da ist er wieder, oh mein Gott. Ich schreck mich die ganze Zeit. Ja. Okay. Du hast mir eigentlich immer gesagt, ich kann mich erinnern. Du hast mir immer gesagt, dass ich dich als Admin lassen soll, aber ich wusste halt nie, dass du so ein mächtiger und so ein guter Admin sein kannst. Und jetzt stehst du Ich vor mir habe und noch bist der was anderes Admin. gesagt. Was hast du mir gesagt? Ich habe noch was anderes gesagt. Hm. Was kannst du mir sagen? Dritter Admin, das ist ein Tipp. Wenn was ist, ruf mich. Gott, dann ist sehr glücklich. Ey, ich muss mir überlegen, was hat er mir denn gesagt? Sehr komisch. Und ich war kurz im Call, ich habe mich kurz gemutet. Ey, ich verstehe es gar nicht, vor allem, ich sage euch ehrlich, am Freitag und Samstag könnte es soweit sein, dass der neue Live-Event ist und Bro, ich bin gar nicht vorbereitet. Was bringt mir 23 Äpfel, Junge? Ich muss Zauberer suchen. Ich meine, das bringt mir auch nicht weit weg. Also ich muss sie noch fragen, Junge. Ich sage, ich werde kurz 10 fragen jetzt. Wenn der Zeiger auf 1 steht, werde ich erscheinen. Ich habe eine Frage an dich über das nächste Unheil. Ihr denkt alle nur nach den Unheilen, du auch. Aber ist nicht mehr in den Sinn gekommen, warum ich es überhaupt durchgezogen habe, dir den Operatorbefehl wegzunehmen? Boah. Ich glaube, Bedrock-Gefängnis könnte dir helfen, deine Gedanken wieder aufzunehmen. Oh, Digga. Nein. Was ich muss überlegen.
Ey, Freunde, ich muss mir unbedingt überlegen. Ich verstehe es auch nicht. Es ist einfach alles zu viel, was aktuell passiert. Ich meine, meine Stadt, die geht ja runter. Alles wird gesprengt bei meiner aufgebauten Stadt. Und jetzt das mit den Unheilen noch. Und neue Admin und so, Freunde. Es ist alles irgendwie auf einmal zu viel so. Ein Tipp. Dritter Admin. Vielleicht gibt es ja bald einen bösen Admin. Kann das sein, Freunde? Dritten Admin. Bin ich jetzt der Peter? Peter Gefängnis. Bin ich hier? Bin ich jetzt rausgekommen? Ach, Junge, bin ich rausgekommen? Das ging ja voll schnell. Ja. Ich glaube, ich soll lieber reingehen. Hey, ich wurde tapet, was ist das? Kann ich mal ausbrechen? Oh. Probierst du es noch einmal, verlierst du alle deine Rechte und dann läufst du nur noch so rum. Okay, tut mir leid. Ich wollte das nur mal Vielleicht. testen. Hier kommt sogar dein Mitbewohner an. Der sitzt hier schon seit 2 Stunden im Gefängnis. Überleg es dir. Boah, ich muss überlegen, morgen ein Video, ich muss das Ding hier rausfinden, so. Gebe ich dir. Nee, sogar 3 Minuten. Okay, ich würde sagen, ich stimme mich kurz und rede mal ein bisschen mit euch. So. Okay, Freunde, ey, was soll ich tun? Mit Lucky hier Dings ist auch beigetreten und der ist jetzt auch raus oder was? Okay, kein Plan, der ist auf jeden Fall weg, obwohl er auf dem Server noch ist. Ja, keine Ahnung, aber ich muss euch jetzt sagen, ich muss mir überlegen, ich meine, ich habe da eine Vermutung, es könnte ja ein dritter Admin auf dem Server sein, aber ich verstehe das nicht so. Freunde, ich sage euch ehrlich, ich muss es Ihnen überlegen, aber ich habe da eine Vermutung. Also, ich rufe ihn mal einfach kurz. Oh mein Gott, ich habe eine perfekte Vermutung. Jetzt verstehe ich es. Es könnte auch alles Sinn machen. Admin, ich hab eine Idee, ich habe eine Idee. Ich höre. Es könnte ja vielleicht eventuell sein, dass es einen dritten Admin gibt, von dem wir nichts wissen. Und der Nein. organisiert auch vielleicht die Stell dir ganzen deine Unheil. Konsequenzen an, was ich dir gesagt habe, einen Tag bevor du alles verloren hast. Wird ein Unheilkrieger mit Stolz? Nein. Einen Tag bevor du Admin verloren hast. So. Du hast mir gesagt, du bist für das Gute und du würdest ein guter Admin sein. Ich glaube, du bräuchtest mal eine Stunde weg vom Gefängnis. Nein. Mann, Freund, ich muss mich überlegen, Mann, ich kann doch nicht dir. Ich muss das bis Freitag, also ich muss das eigentlich bis morgen schon nicht hinkriegen. Ich meine, ich will doch nicht den Live-Event hier verpassen und hier im Knast versauen. Naja. Du willst es wissen? Ja, ich will es wissen, endlich. Sag's mir bitte endlich. Ich denke nicht, dass die Zeit reif genug ist, um dir das zu sagen. Mann, ey, Freund, ich verstehe das aber nicht, Mann. Ich will raus, nur raus. Probier's doch. Probier doch mit deinen Enderperlen. Aber jedes Mal, dass du das machst, werden es immer 1 Minute länger. Oh. Mann, jetzt habe ich 1 Minute länger auf dem Knast. Ich habe dir angeboten, gib mir Admin und ich werde hier für Frieden sorgen. Du wolltest dieses Angebot nicht annehmen. Du wolltest lieber nur noch Macht. Du wolltest Spieler und Admin sein. Ich habe dir 10-mal gesagt, das geht nicht. Du kannst nicht 2 in 1 sein. Und ich hoffe, du merkst es jetzt endlich und kapierst es endlich.
Ja, du hast schon recht. Also man kann nicht Spieler und Admin gleichzeitig sein, das geht nicht. Und ich war halt beides gleichzeitig. Jetzt ergibt das alles einen Sinn. Hätte ich früher bloß nachgedacht, Mann. Und ich habe es ja auch Da bin auch nicht. ein kluger Mensch. Aber so wie es herausstellt, ist es nur das Gegenteil. War das gerade in der Küste? Ja. Du Oh, weißt, dass ich dir Schaden zufügen kann, du mir aber nicht. oh. Ja, das denke ich. Oh mein Gott. Okay, war ein halbes Herz weg. Das ist nicht so schlimm. Ist das schlimm? Nein, nein. Weißt du, wie viel Schaden ich mit meiner Hand anrichten kann? Ja, das weiß ich ganz gut. Ich habe da nicht eine gute Erfahrung damit. Hm. Ja. Bist du jetzt so langsam drauf gekommen, warum ich das getan habe? Ja, ich hab, also ich weiß vielleicht sogar, warum. Du sagst ja immer, du bist friedlich und du wolltest ja immer nur das Frieden hier auf der Insel und das war immer das Gegenteil. Und jetzt bist du ja Admin und sorgst ja für das Frieden und für Ordnung und vielleicht. Ja, willst du auch nur das Frieden zurück und dadurch hast du die Rolle übernommen oder so? Das ergibt doch Ja, Sinn. aber ist es nicht irgendwie schon komisch, dass ich nicht online war, aber dir trotzdem die Rechte weggenommen habe? Ja, das ist sehr komisch. Also, sowas habe ich noch nie gesehen und erlebt und es war echt sehr komisch für mich. Wenn ich jetzt aufgehe, könnte ich dir einfach die Rechte wiedergeben. Aber das mache ich nicht. Ja, du hast Ich Zugriff bin auf Logs und so. Vielleicht. und auf die Konsole. Ja, das ist schon sehr stark von dir. Aber ich muss ehrlich sagen, du siehst sehr hübsch aus. Sehr schwul. Das muss ich Emma erzählen. Deine schönen roten Augen sind so schön wie das Grundsteintier. Und so hart wie Also, das Grundstein. kann auch was anderes, wenn du willst. Was Wenn du denn? es willst, kann ich auch. Ich habe auch kein Problem damit, kann ich auch so. Oh. Okay. Das war Oder übrigens wenn du ein mich. Witz. Also so zu einem Admin bin ich jetzt auch nicht. Und Wenn du willst, kann ich auch so wenig werden. da muss ich ja direkt mit den Appellen raus. Aber mach ich nicht. Weißt du, Insa, manchmal denke ich, bei dir steht im Kopf so wenig drin, aber alle denken, dass bei dir so viel drinstecken, aber in Wirklichkeit einfach gar nichts vorhanden ist. Meinst du das jetzt schon wieder? Ich meine damit, dass du ein Hohlkopf bist. Soll das so, bleibe ich doch nicht. Bitte Schwester anfangen. Nee, das ist eine Beleidigung. Was war das? Wolltest du da mit dem Bogen auf mich zielen? Nein. Ich glaube, zwei in der Quittens machen mehr Schaden als einer. Nein, lieber nicht, bitte. Lass dir eine Bälle weg. Ganz bitte jetzt Jetzt wieder raus. hast du keine mehr. Hä? Meine Enderperlen, Junge, die habe ich gefarmt. Siehst du mal, ich sitze am längeren Hebel als du. Ich habe keinen Hebel betätigen, wann und wo ich es will. Oha, kannst du wenigstens tippen jetzt? Ich muss hier die Natur ein bisschen noch abchecken. Ich kann nicht die ganze Zeit hier drin sein. Weißt du, ich habe Ja. noch anderes zu tun. Weißt du die Lösung? Du hattest ja die Chance, mit mir an einer Seite ein Admin-Team zu gründen. Du hast dich lieber für die Buffs entschieden. Ich hoffe, jetzt weißt du es. Ich habe das nicht ohne Grund das Schild mit dem Admin hingelegt.
Ja, okay, jetzt verstehe ich's. Hättest du nur das Schild für Admin gewählt, wärst du jetzt wieder mit mir im Admin-Team. Du hast dich aber lieber für die Buffs entschieden und die Chance wirst du nie wieder bekommen. Nein. Diese Chance ist jetzt vorbei. Aber Mann. als Geschenk bekommst du verrottenes Fleisch. Also ihn auf normal machen. Klarer. Ich mache nicht nur auf normal, ich mache auf Hardcore. Ich glaube, du bist sehr sauer. Sauer, weil du es nicht checkst. Guck mal, zieh mal deinen Helm aus. Zieh deinen Helm aus. Guck mal, da sieht man, dass nichts drin steckt. Da sieht man es. Soll das? Was? Bro, soll ich dich. Mein Gott, was ist das, Junge? Ja, warum mach ich Damage? Oh, ich hab dir die falschen Raketen gegeben. Ich hab dir Feuerwerk-Raketen gegeben. Komm her. Du bekommst richtige Raketen. Ja, das nicht. Das will ich nicht. Das, ich will kein Berserker, alles gut. Danke. Also, viel Spaß dir noch. Und du weißt, wenn du in Notsituation bist, hast du das Horn. Ja, Das Horn okay. ist nicht nur da, um dass du mit mir reden kannst. Das Horn ist auch für da, dass ich dir helfen kann in Notsituationen. Okay, danke, danke. Ich weiß zu schätzen. Aber ich muss jetzt auch los. Alles Gute zu den 7K-Abos innerhalb von. Weg. Okay. Okay, danke schön, was du das hast. Okay, Freunde, das ist auch verlassen. Alter, wie gruselig war das, Freunde? Ey, müssen uns das wirklich mal überlegen. Und wie sage ich ehrlich, ich mal dahin, Mann. Freunde, was denkt ihr? Wir müssen wirklich uns mal um Dings kümmern, Freunde. Also nicht unbedingt um die Unheile, aber auch nicht. Wir haben das Krieg, wir müssen uns mal ein bisschen um den Admin kümmern uns. Also wir müssen uns mal über den Admin kümmern. Ja, das vielleicht hat er ja hier gerade wieder was Neues gemacht. Bei der Antwort. Ist auf dem Server. Alter. Was möchtest du schon wieder hier? Du bist ja überall. Ich wollte nur hier schauen, ob was Neues hier entstanden ist, seitdem du weg warst. Bro, ich bin seit 2 Minuten nicht mehr hier gewesen. Du bist ja wirklich überall, Junge. Ja. Bist du Liebe dich. 24/7 auf dem Server? Oh mein Gott, okay, das ist heftig, das ist wirklich heftig. Ich habe meinen Zuschauern erklärt, dass wir uns nicht unbedingt um die Unheile und um die Kriege kümmern sollen, sondern mal um das ganze Rätsel hier, was auf der Insel ist. Mit den ganzen Admins und so. Ja, und noch eine Sache. Ja. Du kommst damit nicht klar, dass du kein Admin mehr bist. Die Bewerbungen mache ich aber. Ich bin die höchste Person auf dem ganzen Server. Ja, das Ich stimmt. bestimme, ob Leute beitreten oder nicht. Sag das zu deiner Community. Okay, das. Ich werde dann die Bewerbungen anschauen. Okay, das soll ich sagen. Okay. Du hast das Wort. Ciao. Okay, ciao. Okay, Freunde. Kopf ich auch mal ab. Sag ich ehrlich, habt ihr das gehört, Freunde? Also ich habe nicht mal Rechte mehr zu der Bewerbungen von euch zu schauen. Wir können nicht mal von meiner Sicht aus auf die YouTuber sind. Das wird dieser Tobi entscheiden. Ihr habt zwar immer mein Ja, was ich die Leute sympathisch finde, aber es bringt euch halt auch nicht viel, Freunde, falls ihr unbedingt auf den wollt. Ihr müsst wirklich Tobi über Discord anschreiben und wirklich ihn fragen, weil er ist der neue Admin und er hat auch das Recht.
Ich würde sagen, lass den Like dann aber da, haut rein, jetzt auf geht's.